Herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Stronghold Crusader und in diesem Part geht es dann doch endlich mal los mit dem Kreuzzug Marsch. Ja, ich würde sagen, wir beginnen hier bei der Nummer 1, die Ankunft 1100 nach Christus. Gegen wen müssen wir uns stellen? Gegen Sultan Abdul. Also ihr seht schon, es sind so ein paar Gegner, die einem gestellt werden, die man besiegen muss auf dieser Karte. Ich glaube insgesamt 50 an der Zahl, wenn man hier einmal durchgeht. Ich weiß noch nicht, ob wir das alles schaffen werden. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Spieler in diesem Spiel, aber ich werde auf jeden Fall so weit kommen wie möglich. Ich werde es versuchen. Und wir starten auf jeden Fall hier. Ich bin hier dieses Kleine dort und dort ist der Sultan. Mal sehen, was das Schönes wird. Ich habe ein bisschen mehr Gold als der. Um genau zu sein, das Doppelte. Ja, ist ganz praktisch auf jeden Fall. Wir haben hier unten ein paar Grünflächen. Hier auf jeden Fall ein bisschen Stein, das ist schön. Und noch ein paar Häuser hier hin. Und dann sieht das für den Anfang gleich schon ganz gut aus. Das Gute ist an diesen Maps, dieser Typ, der kann immer nur über den Fluss kommen, wenn hier solche Steine drin liegen, also über so eine Furt. Und das heißt, ich muss theoretisch... Oh, es gibt aber Löwen ohne Ende. Verdammte Scheiße. Habe ich gar nicht in Erinnerung. Habe das natürlich schon mal irgendwann gespielt, aber ist schon eine Weile her. Das heißt, wir bauen hier so ein riesiges Torhaus hin. Und bauen da dann gleich, wenn wir noch ein bisschen Stein haben, am besten noch wir benötigen Steine. Einen schönen Turm daneben oder vielleicht auch zwei. Und dann ist das Ding gegessen. Von der Verteidigung her zumindest. So, was ich auch noch bauen muss, ist natürlich hier ein bisschen Versorgung. Einmal hier und hier noch daneben. Und den Scheiß brauchen wir eigentlich nicht. Es wird hier jetzt noch nicht allzu lange dauern, den zu besiegen, weil es ist, wie gesagt, es ist noch eine recht schlechte Truppe und ein recht schlechter Gegner und der hat ja auch noch nicht so viel am Start. Ihr werdet sehen, das wird recht schnell gehen. So, wir haben jetzt genug Dingens, aber leider nicht genug Platz dort, um den Turm hinzubauen. Ich werde jetzt hier... Obwohl, wir lassen es mit den Mauern, oder? Ich baue einfach nur ein paar Türme hin. Noch so einen billigen. Oder noch so einen billigen. Der Typ hat da jetzt... Doch nicht ernsthaft. Der Typ hat da jetzt nicht ernsthaft, lol. Ach, komm. Oder zwei von denen. Um das mal wieder zerstören. Das ist ein bisschen lächerlich und auch ein bisschen dreist, das da einfach hinzubauen. Hallo, was denkt er sich denn? Vor allem die Typen, die kommen hier eh nicht rein. Ist das irgendwie ein bisschen dämlich? Stell da auch einfach mal. Latsch da einfach mal hoch. Ich habe wieder keine Nahrung mehr. Ach du Scheiße. Das ging schnell, habe ich nicht bedacht und auch nicht drauf geachtet. Sollten wir erstmal ein paar Bäckereien hier bauen und vor allem auch eine Mühle. Sonst sind wir hier recht schnell am Arsch. Von wem denn? Warum ist hier das Tor runtergegangen? Habe ich verpasst, egal. Hier stellen wir allerdings noch Mauern hin, weil wie gesagt, Turm passt gerade nicht. Müssten wir jetzt warten, ehe hier der Fratz da fertig ist mit Bäume fällen. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier auch nochmal ein bisschen. Der drüben. Bergfried ist komplett. Das hören wir dann immer, wenn halt kein Feind mehr sozusagen reinkommen kann. Ist deshalb praktisch auf jeden Fall. Und dann können wir den eigentlich schon bald angreifen. Wenn ich hier so ein paar Pferde noch mache. Ja, ist ja gut. Die reichen an der Stelle zur Abwehr und hier stelle ich gleich auch noch ein paar Bogenschützen hin. Dann ist die Sache eigentlich gegessen. Man muss ja meistens keine große Schau draus machen, weil, naja... Wie gesagt, der Typ ist noch recht schlecht. Stell die noch da drauf und dann ist gut. So. Genug Mehl und Zeug haben wir jetzt. Können wir noch eine nächste Bäckerei hinstellen. Genug Holz haben wir auch. Und genug Steine auch gleich.
Beziehungsweise brauchen wir eigentlich keine Steine mehr. Wir können halt noch ein paar Häuser bauen, damit es schöner aussieht hier. Steuern oder so würde ich jetzt hier gar nicht großartig gehen. Einfach nur das Zeug verkaufen, was ich gerade habe. Eisen gibt es da oben auch noch. Können wir hier ein kleines Torhaus anstatt dem Ding hinbauen. Dann können wir auch noch uns ein bisschen Eisen holen. Wo das eigentlich recht unnötig ist. Der hat jetzt hier diese Steinwerfer. Das ist so ein bisschen seine Truppe. Hat die hier. Und auch diese Feuerwerfer, die sind ein bisschen kritisch. Vor allem gegen die... gegen die arabischen Schwertkämpfer, genau. Aber man kann den eigentlich jetzt mit diesen paar Pferden schon ganz gut im Schach halten, denke ich. Ich werde noch ein bisschen Holz verkaufen. Wie gesagt, braucht man halt nicht. Und damit es eine runde Zahl ist, machen wir noch 30 draus. Und dann... können wir die mal hier irgendwo hinstellen. Ich glaube, die sind von der Reichweite her nicht so gut, die Steinwerfer dort. Deswegen können wir den ganz bequem, die ganz bequem hinstellen und dann sterben die auch recht schnell. Ihr seht das schon. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Ja, töte halt die Hühner, Alter. Was bringt das denn? So, die sterben gleich schon alle. Wir wurden noch nicht einmal überfallen. Bin ich schon Lust da rein? Schießen wir auf den. Sehr gut. Da kommen schon. Da kommen schon die ersten. Die waren schon ein bisschen angeschlagen, die eine. Muss halt eigentlich wirklich, wie gesagt, nur, aber hier ist dieser Turm im Weg, ne? Muss halt wirklich eigentlich nur diesen blöden Typ da wegkriegen, genau. So, und jetzt kann ich eigentlich schon einfach so ein paar kleine Truppen hier, was weiß ich, die Typen hier. Ich habe gerade kein Geld, muss noch ein bisschen Zeug verkaufen. Kann ich die ganz einfach produzieren und dann haben wir es, denke ich, auch. Glaube ich, nicht ganz so teuer oder so, 60 kosten die. Komm, probier's einfach mal. Geh halt auf den. Genau. Wir müssen jetzt auch unten lang gehen, ist halt ein weiter Weg. Kann den halt auch nur über den Weg angreifen. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Man kann das halt wirklich ganz, ganz schnell abhaken. Ja, das ist natürlich auf wundersame Weise schon wieder gemerkt, dass ich den angreife. Warum auch immer. Geht eigentlich nicht. Macht mal hier die paar Steinschleudertypen noch weg. Und hier seht ihr jetzt die mal richtig im Einsatz. Oder haben wir das schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Wir werden überfallen. So, renn halt hoch zu dem. So. Und dann ist die Sache erledigt. So, wunderbar. Der ist vielleicht nicht der beste Fürst gewesen, aber es ist eigentlich völlig Wurst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Machen wir auf jeden Fall noch den Skorpion, der wird ein bisschen schwieriger, kann ich euch jetzt schon sagen. Der Skorpion ist ein Typ, der, naja, bessere Burgen baut und der auch, naja, bessere Angriffe macht, sage ich mal. Der geht auch ein bisschen auf den Sack, wenn der mal irgendwelche Nachrichten spricht, das werdet ihr gleich sehen. Aber wir beginnen erstmal, huch. So. Schönes Vorratslager hier hin. Reicht eigentlich. So viel Zeug kriegt man hier eh nicht. Bisschen umschauen. Hier oben gibt es Eisen. Werden wir direkt mal nutzen. Die Eisenmine muss halt doch die Schnauze. Gebaut werden. Aber wirklich nur Eisen. What the fuck?
So, und was natürlich auch wichtig ist, hier. Zack, zack. Wir benötigen Holz. Das ist wohl richtig. Da stellen wir hier mal drei noch solche Leute auf. Morna. Geh mal auf. So, ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich könnte jetzt natürlich nochmal Holz kaufen. Mach ich auch. Ja, dann kann ich nämlich wenigstens noch ein Haus bauen. Solange die jetzt nicht von dem schon irgendwie getötet werden. Jetzt fange ich auch schon mal an mit Mauern und Zeug bauen. Ich fange mal an mit, nehmen wir so kleine Türme lieber. Wenn ich hier so wenig Zeug zur Verfügung habe, nehme ich lieber kleine Türme. Und auch ein kleines Torhaus. Hier vorne erstmal schön Mauern hin. Weiß gar nicht, weiß schon gar nicht mehr genau, mit welchen Truppen der alles angegriffen hatte. So, geht mal da drauf. Bevor ich dann weitermache, weil irgendwie gibt's hier überhaupt Steine? Haben wir irgendwo Steinvorräte? Ja, der alle. Das ist natürlich mega ungünstig, ne? Wir haben zwar das Eisen, aber was bringt mir denn bitte das Eisen? Okay, ich kann damit Geld machen und kann mir dann Steine kaufen, ja? Das ist immerhin das, ne? So. Na, töte die halt, die drei Typen. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Wollte gerade irgendwas machen. Ich lagere gern irgendwelche Türme vor. Das war schön, wo will denn der hin? Das sind ja nicht meine Dinger hier unten. Oh, vielleicht, ich stelle hier mal noch einen großen Turm daneben. Denn dort kann man dann natürlich Balliste draufstellen. Und sofern man diese Typen hier hat, auch noch die. So, kann ich damit eine Treppe bauen? Nicht ganz. So, Brot geht langsam zur Neige, aber wir haben wieder ein bisschen Holz. Da können wir wieder ein bisschen Zeug bauen. Er fängt jetzt hier langsam schon an, eine ganz schön heftige Burg zu entwickeln, weil wie gesagt, der hat halt einen Haufen Steine und das ist echt mega schlecht. Also auch den werden wir schaffen, ist keine Frage, aber wie gesagt, der ist halt schon in der Ecke heftiger als der Sultan von eben. So. Und das wollte ich nicht. Das lassen wir jetzt auch erstmal noch weg. Ich stelle mal noch einen zweiten. Wir werden überfallen. Bring die halt um, Alter. Die drei Leute, das wird er ja wohl hinkriegen. Ich habe halt nicht mal so ein Dings gebaut. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. So, da brennt schon wieder alles ab da. Wunderbar. Will der mich gerade angreifen? Irgendwo? Ich habe es nicht gesehen. Eigentlich nicht. Hat er jetzt wahrscheinlich nur gesagt, weil er es geschafft hat, hier mein Korn-Dings niederzubrennen. So, wir haben schon wieder keine Nahrung mehr. Auch top. Aber jetzt kommen ja die Bäckereien langsam. Hat das noch kurz gebraucht, ehe die angelaufen sind. Stelle ich mal noch eine hin. Die jetzt nur zum Schutz. Damit hier, falls nochmal der mit solchen billigen Typen ankommt, der es nicht schafft, hier noch irgendwas zu töten. Das wäre auch ein bisschen peinlich. So. Nochmal das Gold weg. Ah, hier hat man schon. Hier hat man schon gekauft. Auf jeden Fall noch so ein Turm dahin. Weil Balliste sind gut. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Euer Gnaden. Belagerungsgeräte bemannt. So. Kurz noch die Brücke und das Ding hier fertig bauen. Alles gut. Okay. Nächstes Haus. Ich mach gleich mal ein paar mehr, damit das hier seinen Gang geht. Stellen wir auf jeden Fall auch noch mit hier hoch. So, die schießen jetzt natürlich die ganze Zeit hier die Bauern ab, was an sich eigentlich erstmal nicht schlecht ist. Das gehört auch dem. Wow. Ich will kein Gold mehr, aber ich kann ja mal diese Typen ein bisschen zerstören, weil das
Steht zu nah an meiner Burg dran. So. Ich weiß nicht, ob wir die Burg hier fertig bauen müssen. Bei ihm sieht es halt schon wirklich stark aus, weil wie gesagt, er hat die ganze Zeit hier den Stein. Eigentlich müssten wir da mal hochreiten und die irgendwie unterbinden. Und jetzt fängt er schon an, hier irgendwelche Dinger zu bauen und das ist natürlich echt mies. Ich stelle jetzt aber auch mal, weil ich es gerade bei ihm gesehen habe, hier noch so einen Brunnen auf. Weil sobald da ein Feuer ausbricht, können wir da natürlich reagieren. So. Ich baue immer gern recht weit und nutze den Rand der Map mit als Barriere sozusagen. Weil sich das meistens anbietet. Hier finde ich es allerdings ein bisschen weit. Vielleicht mache ich es trotzdem. Könnte ich auch den See nutzen, dann hier oben noch dicht bauen. Das werde ich vermutlich auch machen. So, die müssten dann natürlich auch noch auf Angriffshaltung gehen. Ich muss jetzt halt wirklich versuchen, mit dem Eisen mal ein bisschen Geld zu machen und mir damit dann die Steine zu kaufen und alles andere zu finanzieren. Ja, okay, ist halt auch ein bisschen beschissen. Ist nur noch der eine. Einfach Abwehrhaltung. Ist besser. So, die werden mittlerweile aber alle getötet. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich kaufe mir noch ein paar Steine. Weil dann kann ich halt immerhin hier schon mal zumachen, ne? So. Man muss halt vor allem auch ein bisschen noch auf Abwehr gehen, sonst wird das hier nichts werden. Und hier oben können... Das gehört halt auch dem alles, kann ja nicht sein. Der könnte halt momentan noch von allen möglichen Seiten aus ankommen. Und das ist halt wirklich ein bisschen beschissen, ne? Ist der Typ tot? Ah, der hat es, glaube ich, nicht geschafft. Mann, die töten ja die Balliste. Das kann ja nicht sein. Also es dauert, kann halt wirklich, wie du gesagt, jetzt hier ein bisschen länger dauern, weil ihr seht schon, der hat eine krass ausgebaute Festung und ich habe noch nichts. Habe jetzt allerdings viel Eisen. Das ist gut. Eisen kann man immer sehr teuer verkaufen, wie ihr seht. Und da können wir uns dann auch mal ein bisschen was leisten. Kornspeicher ist mäßig gefüllt. Könnte man theoretisch auch nochmal... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Eine weitere Bäckerei hinbringen. Ne, der hat es geschafft. Okay, dann gehen wir noch da hoch. Und was auch machst, hier noch ein zweites Ding. So. Und was ich auch mache, hier innen mal noch einen Typ hinbauen. So. Läuft. Und dann kann ich hier oben eigentlich einen Turm hinstellen. Irgendeinen billigen. Junge, willst du mir auf den Sack gehen? Vielleicht sogar nur so einen. Oder ist das schon zu weit weg? Als ob. Okay, das ist natürlich jetzt schlecht. Weil es eigentlich hier noch die... Mal schauen, ob ich hier mit der Mauer vorbeikomme. Kann ich tatsächlich erst hier bauen. Dann müsste ich die hier so ausschneiden sozusagen. Maulei, ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ja, das war mir schon fast klar. So. Nochmal das Eisen verkaufen. Ein bisschen noch auf Verteidigung gehen, weil... Sonst könnte es halt mit den Typen wirklich kritisch werden. Und das möchten wir ja nicht, dass es hier nochmal kritisch wird.
Die gehen jetzt schön dorthin. Dafür habe ich die nämlich dahin gebaut. Nee, ist aber insgesamt nicht so viel los, ne? Also eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen Geld noch einsammle und dann mal einen Angriff starte, wieder mit den Pferden von weg, dann sollten wir den eigentlich auch ganz schnell haben. Mal sehen. Wo habe ich noch Pferde stehen? Hier. Geht mal dorthin. Geht doch mal da hoch, falls der auf die Idee kommt, da irgendwas lang zu schicken. Dann können wir den eigentlich auch von oben angreifen, weil hier unten hat er so ein bisschen mehr Verteidigung aufgebaut. Können wir den auch von oben angreifen? Wäre prinzipiell erstmal kein Problem. So. Machen wir hier oben noch so ein paar Typen hin. Die hier unten, die werden vermutlich meistens erschossen. Ja, das ist ein Problem. Also den einen hier kann ich schon mal direkt entfernen. Der andere weiß ich nicht. Der wird es vermutlich aber auch nicht schaffen. Wie auch, geht gar nicht. Auch der. Das ist ein bisschen schade, weil die gerade beide hier zwei Holzstücke schon liegen haben. Und dann gleich wieder... Naja, egal. Okay, was machen wir denn noch? Hol mal zwei noch so eine Typen her. Die können nämlich auch so noch was bauen. Zum Beispiel Feuerballiste oder eben Katapulte oder was auch immer. Könnte ich jetzt hier vor die Tür stellen. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Oh, das haben sie zerstört. Dann muss ich erst da nochmal nachrüsten. Halt, das ist hier. So. Ihr seid da brav und wartet. Jetzt haben wir hier einen Haufen Eisen rumliegen. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich stecke das gleich erstmal größtenteils in die Kriegsmaschinerie bzw. in die in die naja, wie sage ich denn, Streitkräfte. Weil wir wollen halt dann schon mal demnächst angreifen, den Typ am besten auch überrennen. Weil wie gesagt, er hat immer nur einen so einen Typen hier oben auf der Mauer stehen, also das kann man auch besser machen. Nicht gerade so wie ich jetzt, das sieht auch alles billig aus. Aber, naja, damit es schöner aussieht, machen wir hier noch schön die Zinnen noch hin. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht ein Let's Play, wo ich zeigen will, was ich kann, weil sieht man ja, ich kann eben nicht viel. Ich lasse mir immer so ein bisschen Zeit. Lass den Typ machen, lass mich erstmal ein bisschen aufbauen und dann ist, sieht die Sache auch schon wieder anders aus, ne? Das Volk huldigt euch, Sire. Ich baue hier auch immer ganz gerne auf Religion. Ich weiß nicht, das wird sich hier aber vermutlich noch nicht so wirklich lohnen. Ich habe jetzt wenigstens wieder ein bisschen Holz, das ist gut. Wir können natürlich auch hier mit anfangen, aber ob das so sinnvoll ist, höchstens halt die hier. Das wäre vermutlich, wäre das ganz sinnvoll. Wenn die Kinder dann auch mal abhauen da an der Stelle, könnte ich da auch noch was anderes hinbauen. So, dann machen wir hier die Armbrüste. Und dann muss ich hier allerdings noch irgendwo... Hier, der ist gerade am weitesten weg davon, irgendwas zu machen. Muss ich hier auch noch irgendwo... Natürlich die Teile hier machen. So. Und auch Waffenkammer. Stelle ich mal hier hinter, nicht dass hier gleich irgendwie angegriffen wird. Aber der Typ, der sendet verblüffend wenig Nachrichten. Kommt jetzt hier allerdings gerade rein. Verblüffend weit rein, danke. Na top. Das heißt, er hat gerade nicht viel. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, um mal anzugreifen. Aber wie gesagt, ich habe noch zu wenig Truppen. Hier mal noch ein bisschen verkaufen. Ich sammle die alle mal ein bisschen dort an der Stelle.
Nein, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich nur schauen, wie viel Leben der noch hat. Weil es sah mich ein bisschen mau aus, aber geht alles klar. So. Das sieht schon gar nicht schlecht aus, denke ich mal. Dann wird hier dieses eine Ding. Kommt da nicht? Kommt er da ran? Ja, tatsächlich. Oh, sehr gut. Das ist sehr gut, weil dann ist es nämlich gleich tot. Weil das macht wahrscheinlich One-Hit bei den Pferden. Das wäre ein bisschen ungünstig. Hier ist allerdings noch so ein Ding. Wäre allerdings kein Problem, wenn wir von oben angreifen. 37 Pferde ist mir noch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte aber noch... Warum habe ich eigentlich vorhin die Steine verkauft? Immerhin 15 brauche ich auf jeden Fall noch für die... Für die Armbrustschützen, und die sind im Prinzip einfach wirklich die besseren Bogenschützen. Die sind wirklich stark. Stellen wir mal hier auf den kleinen Turm, der hier noch dazwischen steht. Da dann gleich auch nochmal drauf, welche, wenn wir wieder welche haben. Wurde nur. So, die kurbeln da jetzt dran rum und dann schießen sie. Das ist äußerst praktisch. Und die sind halt, wie gesagt, wirklich stark. Die sind auch gegen die Schwertkämpfer ganz stark. Ist auf jeden Fall gut. Ja, ist gut. So, das sollte bald als Kavallerie schon mal reichen. Viere mache ich noch, dass das wieder passt. So, und dann fangen wir langsam an mit den Schwertkämpfern, weil irgendwer muss ja den Typ dann auch noch umbringen am Ende, ne? Ist ja klar. Sollte aber wirklich kein Problem sein. Das Gute an Türmen ist natürlich, dass man da nicht so einfach durchkommt. Also drüber kommt zum Beispiel mit Meuchelmördern, aber da hat ja auch noch genug Zeug drumherum. Trotzdem denke ich, dass die Bogenschützen hier dieses Mal die bessere Variante sind. Sollte auf jeden Fall kein Problem werden. Okay, wir haben jetzt auch einen Haufen Holz da, Mensch. Das ist krass. So. Ist natürlich ein paar weniger. Warum kommen die nicht dahin? Achso. Ist die Balliste angewählt, aus Versehen. Geht immer dorthin. Aber die sind halt, wie gesagt, wirklich gut, die Armbrustschützen. So. Dann fangen wir mal an mit denen. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay. Nahrung sieht auch ganz gut aus. Haben sogar mehr als genug Mehl. Das ist auch schön. Passt auf jeden Fall. Bisschen Geld brauchen wir noch. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch irgendwelche Schwertkämpfer herstellen. Die sind natürlich nochmal ein bisschen stärker. Nochmal eine Ecke. Aber ich denke, die bringen das auch. Die machen das auch. Okay. So viele machen wir jetzt erstmal. Sind jetzt um die 30 ungefähr. Kommen ja manchmal drauf. Okay. Dann ordnen wir die jetzt einfach mal so ein bisschen zusammen. 31 sind sogar. Könnt da gerne schon mal. Gerne schon mal Platz nehmen, aber so eine Übermacht an Pferden, das ist immer ganz lustig. Und so, geht auch noch alle hin. Wer ist denn das? Zum Kind oder was? Das ist wahre Macht. Schaffen die das hier oben auf den Türmen, die zu töten? Ja, wunderbar. Wo ist denn hier ein Scheiß? Ach so, der hatte Pech gelegt. Na gut, der hat ja genug Pech.
Ja, das ist ganz schlecht. Ihr seht, was da passiert. Ich habe euch das im letzten Part schon gezeigt. Das ist echt mies. So, und ihr rennt mal nach hier hoch. Du machst mal die Pferde oder so. Oder irgendwelche Typen da drin tot. Das wäre auf jeden Fall ganz wünschenswert. Eine Nachricht vom Kalifen. Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Bleib fahren. Auf jeden Fall schon mal drum gekümmert, dass der jetzt keine Steine weiter produzieren kann, obwohl ich jetzt eh nicht so viel da, ach mein Gott, von ihm zerstören werde. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter, seht euch vor. Die stehen jetzt da einfach rum, auch chillig, kein Problem. Wo denn? Wir haben doch einen Löschtyp. Was denn für Gebäude hier oben oder was? Hab ich nicht gesehen jetzt. Rennen die natürlich genau da durch. Was will der? Wo ist meine Burg? Ja, siehst du doch. So, der Feuerwerfer ist schon mal tot. Dann schick mal jetzt mal. Hat der noch einen Feuerwerfer? Ich sehe keinen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Also wir sollten den jetzt eigentlich haben. Kann man hier nicht irgendwie noch diesen Turm anwählen? Wir wissen, wie viel Schaden der hat. Die anderen geht mal an die Mauer. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Tschüss, mein Freund. So, das wär's dann auch an dieser Stelle. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Okay, hat ein bisschen länger gedauert, wie ich schon gesagt habe. Aber ich denke, ist auf jeden Fall noch alles im Rahmen. So, haben wir das zweite also auch geschafft. Im nächsten Part geht es natürlich beim dritten weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut mal in die Videobeschreibung, wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu quatschen oder irgendwas, dann ist dort ein Link zu einem Discord-Server, die Nintendo Family. Passt jetzt vielleicht nicht ganz zu dem Spiel, aber auf jeden Fall bin ich dort zu finden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.